Advent, Advent. Wisst ihr schon, was ihr zu Weihnachten machen wollt? Vielleicht eine Ente? Wollt ihr die Ente mal ein bisschen anders machen als bisher? Wenn ihr mal eine Ente der anderen Art machen wollt, bleibt dran. Heute zeige ich euch eine Ente en Orange vom Drehspieß. Ihr seid bei Sven's Kitchen Cooking In and Out. Herzlich willkommen. Für die Ente en Orange brauchen wir gar nicht so viele Zutaten. Ich habe hier eine Bio-Ente. Und ein paar Innereien dazu, die Flügel kommen noch dazu, daraus kochen wir uns die benötigte Soße bzw. den Fond. Wir brauchen für die Ente ein paar Orangen, ein bisschen Zucker, das hier ist Rotweinessig. Wir haben hier noch ein bisschen Orangenmarmelade, ein Entenbratgewürz, Enten- und Gänsegewürz gibt es zu kaufen. Ich habe hier ein eigenes gemacht, das Rezept, das schreibe ich euch unten in die Info mit rein, dann könnt ihr euch das selber mischen, wenn ihr möchtet. Wir brauchen ein Orangenlikör. Ich habe hier mal ein Grand Marnier genommen. Ihr könnt natürlich auch einen anderen nehmen, das ist euch selbst überlassen. Wir benötigen Beifuß. Ungefähr 50 Gramm Butter brauchen wir, um die Soße nachher ein bisschen sämig zu bekommen. Die wandert gleich ins Tiefkühlfach, damit die schön kalt ist. Weiterhin benötigen wir noch ein bisschen Zucker, Pfeffer und Salz. Von der Ente haben wir jetzt die Flügel abgemacht. Das geht mit dem kleinen Zeug hier erstmal noch im Kühlschrank. Daraus kochen wir uns nachher den Entenfond. Die Ente nehmen wir jetzt zur Seite. Wir kümmern uns erstmal um die Füllung. Dazu müssen wir ein paar Orangen klein schneiden. Ja, wir schneiden die Orangen in solche Stücken. Stücken dann einfach klein. Hier haben wir die Orangenstücken für die Füllung und da machen wir so 2 Esslöffel von diesem Entengewürz drüber. Und dann lassen wir das ein paar Minuten ziehen. In der Zwischenzeit werden wir die Ente mit Salz und Pfeffer bearbeiten. Und dazu pfeffern wir die Ente. Und Salz dazu auf die gleiche Weise. Und dann füllen wir den Vogel mit diesen orangen Stücken. So, verschließen tun wir das hier mit Rouladennadeln. Und binden das Ganze mit Küchengarn ein bisschen ab. Und dann geht das auch nicht auf. Und das gleiche machen wir dann hier hinten mit dem Hals. So, und damit sind wir fertig mit der Vorbereitung. Jetzt kommt die Ente auf den Spieß und dann kommt es auch schon auf den Grill. Der dürfte jetzt bei 160 Grad etwa sein. Den Spieß bereiten wir erstmal vor. Die unterste Kralle, wir überlegen mal ungefähr, so ist die Mitte. Ich denke mal hier werden wir so festmachen. Und dann spießen wir den Vogel hier auf. Mit dem Ding gehen wir jetzt raus an unserem Grill und dann kann der da in Ruhe ein paar Stunden Karussell fahren. So, und da geht's los. Wie rum sich die Ente jetzt dreht, das ist erstmal egal, weil wir noch kein Heckbrenner anhaben. Hier das Wasser, ich habe gleich gekochtes genommen. Heißes Wasser, das brauchst du nicht extra aufheizen. So, etwa ein Liter. Und dann lassen wir die Ente jetzt zufrieden. Und ab und zu messen wir dann auch die Temperatur. So in 1,5 Stunden fangen wir an, um zu gucken, wie heiß ist die Ente drin. Dass wir dann nachher auch eine Kerntemperatur von
über 70 Grad auf jeden Fall anstreben können. Bei 70, 75 ungefähr werden wir anfangen, die zu glasieren, damit es dann auch schön knusprig draußen wird. Und am Ende werden wir so um die 80 Grad Kerntemperatur erreichen. Ich habe die Ente jetzt einglasiert. Dazu habe ich ein Gläs vorbereitet aus Ahornsirup und Orangenmarmelade. Und da bekommt die Ente jetzt nochmal schön Feuer von hinten, vom Heckbrenner. Und da sollte sie dann in 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht fertig sein. Jetzt haben wir eine Kerntemperatur von ungefähr 77 Grad und dann haben wir 80 Grad etwa erreicht und das sollte reichen. In der ganzen Hektik ist mir noch ein kleiner Fehler passiert. Wir haben das Beifuß vergessen. Das macht ihr in eure Ente mit rein. Die schmeckt zwar trotzdem lecker, das weiß ich, aber mit dem Beifuß ist es noch viel besser. Kommen wir zu unseren Orangen. Wir brauchen die Orangenzesten. Dazu nehmt ihr so ein Teil, das ist ein Zestenreißer. Und damit könnt ihr diese Zesten abziehen. Orange ist nackig. Das sind die Zesten einer Orange. Und die brauchen wir gleich in unserer Soße. Wir bringen hier ein bisschen Wasser zum Kochen. Da machen wir die Zesten rein. Ja. Und lassen das ungefähr 5 Minuten köcheln. Und dann gießen wir die ab. Wir brauchen ja bloß die Zesten und nicht das Wasser. Ja, wir haben die Zesten jetzt abgegossen. Die lassen wir hier ein bisschen abtropfen. Das Wasser kippt man nicht weg von den Zesten. Das heben wir, falls uns die Soße zu warm oder zu kalt wird. Ich meine natürlich, falls uns die Soße zu salzig wird. Wenn die uns zu salzig wird oder zu würzig wird, dann nehmen wir das zum Verdünnen. Ich nehme auch jetzt gleich einen Löffel von dem Zestenwasser hier, also in den Zucker mit eingebe. Wenn man den Zucker mit ein bisschen Feuchtigkeit animiert zu karamellisieren, dann geht das auch viel schneller. Dann braucht man nicht ewig warten. Dann habe ich also schon verraten, der Zucker soll jetzt karamellisieren. So, der Maisenzucker ist jetzt schön goldbraun. Der andere ist noch nicht ganz geschmolzen. Naja, das passiert dann in der Soße nachher. Wir nehmen den jetzt von der Hitze runter und gießen den Orangensaft dazu. Das sind jetzt so ungefähr 300 Milliliter. Der Zucker hat sich jetzt größtenteils gelöst. Wir gießen jetzt den Rotweinessig dazu. 100 Milliliter waren es. Rühren das Ganze nochmal um. Dann kommt die Brühe noch dazu, der Entenfond. Ich habe jetzt hier so 500 Milliliter etwa. Die Soße hat jetzt 10 Minuten gekocht, dass ungefähr die Hälfte reduziert ist. Jetzt kommen die 2 Esslöffel Marmelade rein. Die Zesten kommen jetzt auch wieder mit dazu. Und wir machen jetzt noch ungefähr 3 bis 4 Esslöffel Grand Marnier dazu. Wir machen erstmal bloß 3. Rühren das unter und lassen das einmal aufkochen. Und das war's für die Soße schon. Und wir können eigentlich die Ente jetzt langsam anrichten. Die Ente ist fertig. Ich habe sie gerade vom Spieß geholt. Eine Kerntemperatur von ungefähr 80, 82 Grad, so in der Dreh hat sie gerade gehabt. Und ja, da ist er, der Vogel. Und ich würde den jetzt gerne anschneiden und mal kosten, damit ihr wisst, ob es schmeckt. Sie dampft. Auf euch. Die ist herrlich. Man schmeckt richtig doll das Fleisch. Den Entengeschmack. Hat dieses leicht Süße von dem Gläs drumherum.
Das ist ein Gedicht. Ich würde euch empfehlen, macht die zu Weihnachten. Denn dafür ist sie genau die richtige. Und ihr werdet von dem Geschmack überrascht sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt mir einen guten Kommentar unten drunter, sagt mir mal, ob es euch geschmeckt hat, wie es euch geschmeckt hat. Und ich kann gar nicht aufhören zu essen. Guckt euch das mal an. Leute, wie gesagt, macht's einfach nach. Wir müssen jetzt essen. Wir haben jetzt uns einen Braten verdient. Bis bald.